Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Willkommen zurück zu einem neuen Reaction-Video. Ich mache ja gelegentlich jetzt immer mal wieder ein paar Reaction-Videos und will euch eigentlich auch Reactions auf Dokumentationen zeigen, die mich sehr beschäftigt haben, die mich sehr berührt haben und ja, wo ich einfach denke, es ist wichtig, diese Reactions zu sehen. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Was habe ich mir heute ausgesucht? Ich habe mir eine Reaction von Arte ausgesucht, die kam vor ein paar Jahren. Und zwar geht es um das größte Bordell in Bangladesch, einem letztendlich muslimischen Land. Das ist an sich schon sehr auffällig, dass in einem muslimischen Land eines der größten Bordelle der Welt ist. Und ja, wie es den Frauen dort geht, wie die Frauen dorthin kommen, was da für Schicksale gezeigt werden, werden wir uns jetzt anschauen. In der Hoffnung, YouTube kickt uns nicht raus. Wenn YouTube uns rauskickt, dann ja, werde ich hier ein normales Video machen und das hochladen. Ich würde es das mal probieren. Also, Bangladesch im Bordell, im größten Bordell der Welt. Wir fangen an. Let's go. Keine Zeit zu verlieren. Schön, dass ihr da seid. Daulat Dia, eine Kleinstadt 100 Kilometer westlich von Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Seit über 30 Jahren steht hier eines der größten Bordelle der Welt. Also Bangladesch, muslimisches Land, seit vielen Jahren steht hier eines der größten Bordelle der Welt. Schon mal auffällig. Assalamu alaikum, sir. Eine Stadt in der Stadt. Die einzigen Besucher sind Freier. Liegen schon die Kondome im Müll? 20 Bordelle wie dieses gibt es in Bangladesch. Es ist eines der ganz wenigen muslimischen Länder, das Prostitution toleriert. 1500 Frauen arbeiten hier Tag und Ja, also klar, natürlich ist in muslimischen Ländern Prostitution illegal, haram. Jetzt möchte ich gleich mal was sagen. Also Indonesien hat jetzt vor ein paar Tagen so ein Anti-Sex-Gesetz verabschiedet. Das heißt, wenn ihr nicht verheiratet seid und auch Touristen seid, dürft ihr in Indonesien keinen Sex mehr haben und auch nicht gemeinsam ein Hotelzimmer buchen und dort leben. Also Sex vor der Ehe, Sex für unverheiratete Paare ist ab jetzt in Indonesien auch für Touristen haram, illegal. Heute geht es aber um Bangladesch und ja, wir sehen hier schon, also anscheinend wird Prostitution toleriert. Und ja, schauen wir uns mal an, was da so abgeht. Ich kenne die Doku schon, ist schon echt krass. Nacht. Viele sind Töchter von Prostituierten, schon hier geboren. Die anderen kommen aus dem Umland, manche aus der Hauptstadt. Noch bis vor 3 Wochen wohnte Biti in Dhaka. Ihr Vater konnte nicht mehr arbeiten, also sollte sie als älteste Tochter nun die Familie ernähren. Also wir halten schon mal fest, erstens gibt es Prostituierte, junge Frauen, Mädchen, die ja, schon in dieser Bordellstadt geboren worden sind und nichts anderes kennen, außer ja, Prostituierte zu sein. Was das für ein Schicksal ist, kann man sich ja nur annähernd vorstellen. Und dann eben junge Mädchen wie diese junge Frau, dieses Mädchen, muss man ja sagen, die wir gerade sehen, die einfach aus wirtschaftlicher Not vom Vater dahin verkauft worden ist, weil sie das Geld
zur Familie schicken muss und Leute, also ich meine, ich finde es immer ganz wichtig, mal so einen Blick wirklich mal in eine ganz andere Welt zu wagen. Also das ist ein junges Mädchen, was hier hätte studieren können, was weiß ich, für eine Bereicherung auch wäre. Ja, aber die einzige Alternative, die sie besitzt, ist, sich zu prostituieren. Wir machen weiter. Ein Bekannter nutzte ihre Lage aus, versprach ihr Arbeit und verschleppte sie von einem auf den anderen Tag hierher. Wahnsinn. Hinter der Entführung steckt mein Nachbar. Für 370 Euro hat er mich verschachert. Solange die nicht zurückgezahlt sind, kann ich hier nicht weg. Also der Onkel hat ihr eine Arbeit versprochen, hat sie dann eigentlich entführt und für über 300 Euro hier in diese Stadt verkauft. Und jetzt muss sie, wir hören nachher noch ein paar Zahlen, jetzt muss sie mit wildfremden Männern schlafen, um diese Schuld abzuarbeiten. Ihrer Ankunft war sie Jungfrau. Seither wurde sie gezwungen, etwa 60 Freier zu bedienen. In den ersten Tagen habe ich wirklich gelitten. Alles tat mir weh. Aber nach und nach lerne ich, damit klarzukommen. Körperlich und mental. In ihrer Not musste sie sich neuen Regeln und Anforderungen anpassen. Das da hat man mir gegeben. Das ist zum Schminken. Das ist Rouge für die Lippen. Wenn man richtig geschminkt ist, hat man auch mehr Freier. Ich mag das nicht sonderlich. Ich lege nur etwas Rouge auf, etwas Kontur und einen Punkt. Ich mag. Also halten wir mal fest, sie ist dorthin gekommen, als sie Jungfrau war. Sie wurde dort entjungfert, also ihre erste sexuelle Begegnung war ein Freier. Und jetzt wird sie eben auch gezwungen, sich zu schminken, um ja, weiter Freier zu bedienen. Das ist dann dein Leben, ne? Wahnsinn. Einfach. Abgesehen von ihren Freiern sieht Beatty niemanden. Ihr Zimmer ist ihre ganze Welt. Diese Lametta-Streifen waren getrennt. Ich habe sie nebeneinander gehängt, so als Deko. Und das war mal eine gepresste Blüte. Die habe ich auseinandergefaltet und hier aufgehängt, damit es schöner aussieht. Diese kindliche Drang nach Schönheit noch, ja, Lametta aufgehängt, da eine Blume, mein Gott, du merkst, dass das ist ein Mädchen, ja, ein Mädchen, fast noch ein Kind, und der Kontrast, den finde ich halt echt extrem, ja, also auf der einen Seite Lametta aufhängen und einfach versuchen, sich es in dieser Hölle ein bisschen schöner zu machen, furchtbar. Ich bin hier eine Gefangene. Ich werde bewacht. Sie haben Angst, dass ich abhaue und sie ihr Geld verlieren. Prostitution ist der wirtschaftliche Motor der Stadt. Daulat Dia liegt an einem Knotenpunkt von Eisenbahnlinien, dem Flussverkehr und der Hauptverkehrsstraße in Richtung Hauptstadt. Tausende Menschen strömen täglich hier durch. Über 2000 LKWs machen jeden Tag hier Halt. Die meisten Kunden der Prostituierten sind Fahrer. Also absoluter Wirtschaftsmotor, ja, es gibt die Hintermänner, die Hinterfrauen, wir sehen das nachher noch, da gibt es solche richtigen Madams, sage ich mal, die da die Zuhälterinnen sind, die verdienen natürlich die fette Knete und ja, pro Tag landen hier 2000 Männer an, die ja, dann sich dort ihre Zeit vertreiben. Also ich habe nochmal vorhin nachrecherchiert, $2 kostet das dort, ja, also $2 kostet das dort, also mit einer Prostituierten zu schlafen und ja, ist der absolute Wahnsinn. Ich hänge jetzt hier 5 oder 6 Tage lang fest, ich kann nicht nach Hause. Haben Sie im Bordell so Ihre Gewohnheiten? Ja, ich habe eine, zu der ich immer gehe. Aber manchmal bin ich auch bei anderen.
Weiß Ihre Frau das? Nein, die würde mir den Kopf abreißen. Da gibt es Junge und Alte. Von 10 bis 40 Jahren. Und entsprechend sind auch die Preise. Das geht von 60 Cent bis 10 Euro. Also wir halten fest, Altersspektrum der Prostituierten 10 bis 60 Jahre. Ich habe auch gelesen, dass die Jüngsten dort 9 Jahre sind. Das muss man sich mal reinziehen. Mit 9 Jahren prostituierst du dich da jeden Tag aus Zwang, wirst gezwungen dazu. Und ja, Einstiegspreis sind 60 Cent. Absolute Katastrophe. Wahnsinn. 3.500 Freier wie Sie kommen jeden Tag hier durch. Hauptsächlich Männer aus der Gegend. Freier. Das Bordell ist täglich durchgehend geöffnet. Das ganze Jahr über. Doch bei Einbruch der Dunkelheit gibt es kein Halten mehr. Geschmuggeltes Bier wird verhökert. Im Hinterzimmer, denn Alkoholverkauf ist in Bangladesch verboten. Geld und Drogen sind allgegenwärtig. Amphetamine und Heroin kosten fast nichts. Also das, man sieht, ja, genau, aber es geht 10 Jahre, sogar 9 Jahre manchmal. Wir kommen da noch mehr dazu jetzt. Also abends geht es da richtig rund, 3.500 Freier pro Tag. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Und ihr seht die kleinen Bütchen dort. Dort wird heimlich Alkohol verkauft. Wir wissen, Alkohol ist im Islam haram verboten, aber es wird trotzdem verkauft und konsumiert. Und es gibt Potenzmittel, es gibt Amphetamine, es gibt Heroin, damit die Freier sich richtig abschießen können. Und wie es dann ist mit so einem total besoffenen oder völlig drauf seienden Freier umzugehen, kann man sich ja nur ansatzweise vorstellen. Shahin und Roni sind hier geboren. Ihre Mutter ist eine ehemalige Prostituierte. Ihre Väter sind ehemalige Freier. Sie wohnen schon immer am Ende dieser Gasse. Also Kinder, die durch Prostitution gezeugt worden sind, wurde ja gerade gesagt, Mutter eine ehemalige Prostituierte, die Väter anscheinend unterschiedliche Freier und das sind dann deine Eltern, ja, also dein Vater ist irgendein Freier gewesen, wirst du niemals kennenlernen, deine Mutter eine Ex-Prostituierte, was jetzt überhaupt nicht wertend ist, also ich fühle für diese Frauen, das sind Frauen, die absolut, ja, betrogen wurden ums Leben und die zum 100% das unter Zwang machen, aber ja, schaut euch auch einfach mal an, wie die dort leben. Ja? Und das ist dann schon der Lebensstandard dort. Trinkt nicht so viel, ihr kriegt bald was zu essen. Viele Kinder hier gehen nicht zur Schule. Hier in der Straße sind es nur meine, die anderen nicht. Shefali ist 37 und hat 6 Kinder. Die älteste, Kushi, arbeitet als Prostituierte. Für die Familie die einzige Einkommensquelle. 6 Kinder. Und wenn du dort eine Frau bist, ein Mädchen, bist du gestraft. Denn wenn du dort geboren wirst und du bist eine Frau, ist der einzige Ausweg, die einzige Tätigkeit für dich, die auf dich wartet, dich zu prostituieren. Und du bist dann, tja, die einzige Einnahmequelle der Familie. Hammerhart. Furchtbar. Nicht filmen, habe ich gesagt. Und da gehen gleich 2 rein. Wenn sie sich reinhängt, verdient sie auch was. Aber die arbeitet nur 2 Stunden pro Tag. Wenn sie sich reinhängt, dann verdient sie auch was. Aber sie arbeitet nur 2 Stunden am Tag. Also die Mutter sagt über ihre Tochter, wenn sie hier mal am Tag wirklich 10, 20 Stunden mal arbeiten würde, also arbeiten heißt mit fremden Männern schlafen, dann würde man auch was verdienen. Ihr seht, die Jungs sind da völlig unbeeindruckt, unbetroffen davon. Als Mädchen hast du da echt voll verloren, ja. Zeit wären wir Millionäre.
Sie will Wasser zum Trinken. Hier. Die Familie lebt von 150 Euro im Monat. Die Hälfte geht für die Miete der drei Zimmer drauf. Das hier ist unser Zimmer. Da wohnen mein Bruder und ich. Abends vorm Einschlafen erzählen wir uns immer Geschichten, hören Musik und quatschen. Doch ihr Leben bedeutet auch ein Leben mit Kushis Freiern. Da kommt schon der Nächste, ja, furchtbar. Furchtbar, das arme Mädchen, die arme Frau ist nicht. Das ist dein Leben, das ist dann dein Leben. Ja. Die Leute sagen immer, deine Schwester geht auf den Strich. Tja, das macht sie sicherlich nicht freiwillig. Und beleidigen uns deshalb. Das heißt also, du wirst gezwungen zur Prostitution und dann wirst du in der Schule noch gemobbt, weil deine Schwester sich prostituieren muss. Jetzt ist wieder dieses gesellschaftliche Stigma, ja, also wo dann einfach auf die Leute, die gar keine anderen Möglichkeiten mehr haben, um irgendwie noch ein bisschen Kohle zu verdienen, halt nochmal draufgeschlagen wird. Ja, das ist diese Asozialität, gibt es aber hier ganz genauso. Das ist nicht nur in Bangladesch so. Wäre es euch lieber, sie hätte einen anderen Job? Wenn sie was anderes machen wollte, würden die Leute sie immer daran erinnern, dass sie mal Prostituierte war. Da kommst du nie wieder los. Zwischen zwei Freiern redet Kushi mit uns. Ihr Gesicht will sie nicht zeigen. Wenn ich eines Tages hier raus bin und wieder in der richtigen Gesellschaft und man erkennt, dass ich mal hier war, und ich kein guter Mensch bin. Und deine Brüder, gefällt denen deine Arbeit? Nein, aber wir leben schon lange hier. Sie kennen es nicht anders. Meine Geschwister sind noch klein. Für die ist das Alltag. Naja. Als Prostituierte arbeitet Kushi, seit sie 13 ist. Als Prostituierte arbeitet Kushi, seitdem sie 13 ist. Ja? Da ist man hier noch minderjährig in Deutschland und ja, ein Kind. Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass es auch Fälle von 9-Jährigen gibt, die sich in dieser Stadt, in dieser Bordellstadt prostituieren müssen. Das ist mein Lieblingssari. Glaubst du an die Liebe? Ja, den Job mache ich aus Liebe zu meinen Geschwistern und meiner Mutter. Der Reporter fragt, glaubst du an Liebe? Und er meint natürlich die Liebe zwischen Mann und Frau als Partnerschaft. Ja. Und sie antwortet, ja, ich kenne Liebe. Ich mache diesen Job nur aus Liebe zu meinen Brüdern und meiner Mutter. Das ist die Assoziation für sie von Liebe. Sehr aussagekräftig, finde ich. Das ist ja auch eine Form von Liebe. Ich hätte gerne Kinder mit jemandem, aber hier geht das nicht. Die würden sofort abgestempelt. Aber wenn ich draußen leben würde und verheiratet wäre, dann ja, das wäre schon gut. Hattest du schon mal einen Freund? Wenn man hier ein Paar ist, schlagen die Männer die Mädchen und nehmen ihnen das Geld weg. Und deshalb will ich das nicht. Es ist halt ein Setting, wo Frauen nur Ware sind, wo Frauen ausgebeutet werden, durch sexuelle Gewalt ausgebeutet werden von Männern. Und in diesem Umfeld, in diesem Setting ist eben Liebe, Partnerschaft, Vertrauen, Zärtlichkeit überhaupt nicht möglich. Überhaupt nicht möglich. Wirst als Frau absolut sozial runtergestuft. Du hast in diesem Land als Frau schon nichts zu lachen. Und wenn du dann noch durch diese Zwänge in die Prostitution getrieben wurdest, bist du für die Gesellschaft, für die Männer, der absolute Abfall. Ist eine absolute Katastrophe.
wie Frauen behandelt werden. Und es gibt ja keinen Ausweg daraus. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns einfach auch mal sowas anschauen. Ja? Das sind Menschen ohne Hoffnung, Menschen ohne Alternative. Dieses junge Mädchen, was hat die für eine Alternative? Keine. Gibt keine. Shahin hat das Glück, jeden Morgen zur Schule gehen zu können. Direkt neben den Gleisen, 500 Meter vom Bordell entfernt. Die Dorfbewohner wehrten sich lange dagegen, dass die Kinder von Prostituierten zusammen mit ihren die Schulbank drücken. Diese Schule ist nur für die Kinder von Prostituierten. 500 von ihnen gibt es hier. Aufgebaut wurde sie von Hilfsorganisationen. Etwas leiser bitte. Holt eure Hefte raus. Eine Schule nur für Kinder von Prostituierten. 500 Stück. 500 Kinder in dieser Schule, neben dem Bordell. Das ist schon heftig. Und natürlich hat Bangladesch das nicht selber aufgebaut, sondern Hilfsorganisationen haben das machen müssen. Weil ich denke, aus der Gesellschaft heraus würde sowas nie entstehen. Ja, das wird absolut abgekapselt. Und es ist ja der Punkt, also je ärmer ein Land auch ist, desto mehr, ja, kann man so sagen, aber je notleidender die Menschen sind, denke ich auch, desto mehr wird auch abgegrenzt, ja, weil, also ein Sozialstaat zum Beispiel, wie in Deutschland, oder auch Hilfe und Wohlstand ist wirklich nur möglich, wenn es den Leuten eigentlich gut geht. Ja? Also wenn du am Tag überlegen musst, wo du dein Fressen herbekommst, ist vielleicht die Motivation, anderen zu helfen und anderen dein letztes Hemd zu geben, nicht mehr so groß, würde ich jetzt mal behaupten. Bangladesch besteht aus mehreren Distrikten. Kommen in dem, was ich gerade gesagt habe, Kommas oder Punkte vor? Ja. Jeden Nachmittag besucht Shahin nach dem Unterricht Roni in der Nachbarklasse. Lernt ihr zu Hause auch immer richtig? Ja. Gebt ihr euch Mühe? Ja. Oder macht ihr Blödsinn? Rina, die Lehrerin, war früher... Aha, also habt ihr gerade gesehen am T-Shirt der jungen Frau, Save the Children ist die Hilfsorganisation. Nein, mein Lieber, ich war noch nicht in Japan, aber meine, wie heißt das, Schwägerin wohnt in Japan und ich hätte eigentlich einen sehr guten Draht dorthin, steht auf meiner To-Do-Liste, ja. Also Japan bin ich auch Riesenfan, bin ja auch riesen Studio Ghibli-Fan und wüsste da sofort, wo ich in Japan hin müsste, was ich mir anschauen würde, aber jetzt sind wir erstmal in Bangladesch. Selbst mal Prostituierte. Heute setzt sie sich für die Kinder ein. Vor 13 Jahren bin ich aus dem Bordell weg. Wegen meiner Vergangenheit verstehe ich die Kinder besser als sonst jemand. Die werden verachtet und das Bordellleben hat einen starken Einfluss auf sie. Nach dem Unterricht gehen sie wieder dahin zurück. Das ist das Problem. Für die Mädchen ist die Versuchung, selbst auf den Strich zu gehen, sehr groß. Bei den Jungen besteht das Risiko, dass sie drogenabhängig werden. Es ist absolut wichtig, die Kinder im Bordell zu schützen. Genauso fundamental ist Bildung. Das beweist meine Arbeit. Damit konnte ich meine Tochter aufziehen und meiner Familie ein anständiges Leben bieten. Ja, Wahnsinn. Ob Prostituierte oder Bordellbesitzerinnen, die Bordelle werden von Frauen betrieben. Die Männer sind nur Kunden. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt, die Zuhälter sind Frauen. Also die Zuhälterinnen, die Madams, sind die Frauen dort. Und es gibt auch noch eine andere Doku, die war sogar auf Englisch, glaube ich, auch über dieses Bordell. Und die ist fast noch heftiger. Ich versuche, die ist auf Englisch aber. Und ich könnte mal versuchen, die zu finden. Und irgendwann schauen wir uns die auch mal an. Ist halt mit Untertiteln dann, das würde man ja hinkriegen. Ja.
Geld sind die Mädchen zu allen Opfern bereit. Für 4 Euro lassen sie auch das Kondom weg. Für 4 Euro lassen sie auch das Kondom weg. Da weißt du, was dort abgeht an Geschlechtskrankheiten etc. Kali ist erst 30. Als Prostituierte arbeitet sie seit ungefähr 15 Jahren. Als sie anfing, war sie ein schwächliches Mädchen. Wenig attraktiv für Männer, die ausladende Formen lieben. Ah ja, genau. Also Männer, die ausladende Formen lieben, okay. Meint er jetzt die Bangladeschis, die Männer aus Bangladesch? Ausladende Formen, naja. Jetzt geht's darum, dass... Sören ist heftig, ich weiß. Jetzt geht es darum, dass die sogar noch in dieser Bordellstadt Drogen nehmen müssen. Das sind, glaube ich, solche Tierpräparate, damit die etwas dicker werden, kräftiger werden, weil das verkauft sich besser. Schauen wir es uns mal an. Ihre Rettung? Ein Medikament namens Oradexon. Oradexon, schaue ich gleich mal nach. Meine Großmutter und meine Tanten meinten, hey, dreckige Nutte, du bist ja ganz mager, siehst aus wie ein Kind. Nimm Medikamente, damit du dicker wirst. Dann siehst du älter aus und dann kommen auch... Also by the way, Oradexon ist ein Steroid. Dexamethason, Steroid, also bewirkt, dass du... Genau. Ein Steroid, das in der Kälberzucht eingesetzt wird. Nur damit ihr wisst, was das Mädel sich gerade hier reinpfeifen muss. Die Freier. Etwas Fleisch auf den Rippen ist besser. Oradexon ist ein Steroid zum Aufbau von Muskelmasse von Vieh. Aber hier nehmen es die Mädchen, damit sie an Gewicht zulegen. Kennst du diese Technik? Manchmal spritzt man Hühnern Wasser, damit sie zunehmen. Naja, bei uns ist das ähnlich. Damit werden wir dicker. Aber den Körper macht das kaputt. Manchmal kommt es zu Anfällen. Man gerät aus der Form. In Daulat Dia gibt es Oradexon überall zu kaufen, wie Kali uns mit der versteckten Kamera demonstriert. Haben Sie Oradexon? Ja. Gib mir mal 10 Heftchen. Ein Behandlungstag kostet 10 Cent. Ein Rezept braucht man nicht. Dennoch hat dieses Medikament eine ganze Reihe von Nebenwirkungen. Mir ist kalt. Ich fühle mich nicht gut. Bruder, ist mir schlecht. Miss mal meinen Blutdruck. Hörst du mich auch richtig ab? Du hast dich vorgedrängelt. Ich war vor dir dran. Nebenan ist eine Ärztin. Geh mal zu ihr. Also so sieht doch das Krankenhaus aus, wollte ich jetzt nur mal erwähnen. Ne? Ja, Progesteron war von der... Naja, was heißt schlau, mein Lieber? Ich meine, die leben dort im Shithole, müssen sich prostituieren und ziehen sich irgendwelche Viehpräparate rein. Das ist halt dein Leben, ja. Schlauer kann man gar nicht sagen. Sie haben halt einfach keine andere Wahl. Ich habe kein Blut mehr im Körper und starkes Kopfweh. So kann ich nicht mehr laufen. Außerdem tut mir beim Atmen die Brust weh. Das habe ich schon lange. Einen Arzt kann ich mir nicht leisten. Ich habe Angst, die weisen mich ins Krankenhaus ein und ich muss dann zahlen. Das Medikament hier nehme ich ein. Warum hat man Ihnen das verschrieben? Verschrieben hat mir das keiner. Ich hab's gekauft. Sowas verschreiben wir nicht. Die Apotheker verkaufen das Medikament, wenn sie danach gefragt werden. Ist das gefährlich? Ja, sicher ist das gefährlich.
Davon wird man eventuell fettleibig und kriegt Osteoporose. Das schädigt die Leber. Und absetzen kann man das nur ganz nach und nach. Langfristig wirkt das tödlich. Sind Freundinnen von dir daran gestorben? Ja, Lovely. Ich finde, sie sieht doch echt nicht mehr wirklich psychisch gesund aus. Ja? Also sie ist, ich meine, das Mädel ist 30 und sie ist schon, ja, ziemlich durch, finde ich. Also kein Wunder, aber sie, ich meine auch so vom Habitus, wie sie so redet und so, ist schon echt ein bisschen irre. Ja? Dolly, Sumi, erzählt, dass die das nehmen, haben sie nicht. Aber uns war das schon klar. Die Ärzte meinten, die Medikamente hätten sie umgebracht. Alles drinnen, von der Leber bis zum Magen. Puff. Mir egal, ob ich daran sterbe. Hauptsache, ich kann meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ist auch so richtig aufgeschwemmt, ja. Sieht man auch am Bauch, an den Hüften, ist so richtig aufgeschwemmt. Das sind Wassereinlagungen sicherlich. Es ist halt ein Mittel zur Viehzucht, zur Kälberzucht, damit Kälber schneller wachsen. Meine Fresse. Allah hat sie zu sich gerufen. Wenn er mich ruft, gehe ich auch. Schmutz, Drogen und Gewalt. Niemand führt hier Statistiken zu AIDS und Geschlechtskrankheiten. Die Lebenserwartung der Prostituierten ist niedrig. Der Tod lauert überall. Shilpi ist 65 Jahre alt. 50 Jahre hat sie im Bordell gearbeitet. Sie gehört zu den Ältesten in Daulat Diya. Bei Ärger ruft man immer sie. Heute Morgen hatte eine ihrer Nachbarinnen eine Fehlgeburt. Der Körper des neugeborenen Mädchens liegt beim Friedhof. Sie kam tot zur Welt. Hast du ein Bild, meine Lieben? Ne? Hast du halt eine Fehlgeburt, weil ein Freier dich geschwängert hat und dieses kleine Wesen, was nicht auf die Welt kommen konnte, liegt jetzt da auf dem Boden eingewickelt in ein Stück Tuch. Da ist ein Leben halt nichts wert, ja. Krasser Blick, wenn man mal so woanders mal reinschaut in so eine Welt, dass da ein Leben nichts wert ist. Knoten auf. Die geschwächte Mutter hat kein Geld und ist zu Hause geblieben. Und der Vater machte sich wegen eines Mädchens nicht auf den Weg. Der Vater machte sich wegen eines Mädchens nicht auf den Weg. Einfach mal sinken lassen, diesen Satz. Ja? Allah, Bote Gottes, sei barmherzig. Es ist nur ein Kind. Um sie zu beerdigen, spannte Shilpi drei Drogenjunkies ein. Außer ihnen möchte niemand die Leiche berühren. Wahnsinn. Ich musste sie regelrecht beknien. Warum immer ich? Mittelalter. Jetzt liegt Bambus drauf. Da können die Hunde und die Füchse sie nicht mehr ausbuddeln. Immerhin haben die Prostituierten jetzt einen eigenen Friedhof, wenn auch nur einen ganz einfachen. Genau, das habe ich auch gelesen. Also ich werde unter diesem Stream mal eine Fotoserie packen von einem Fotografen, der sehr viele Prostituierte aus dieser Stadt fotografiert hat. Und mit dem habe ich ein Interview gelesen und der meinte auch, dass die Prostituierten dafür gekämpft haben, dass sie einen Friedhof bekommen, weil sie auf den normalen Friedhöfen nicht begraben werden dürfen. Ja, also du bist absolut stigmatisiert, du bist völlig aus der Gesellschaft ausgeschlossen und sie haben dafür gekämpft, dass sie jetzt wenigstens beerdigt werden können. Auch ein Kind, was keiner anfassen wollte. Tja, mein Leben, so läuft das. War nicht immer so. Früher gingen wir immer rüber zum Steg und setzten sie dabei. Wir haben die Leichen im Sand verscharrt. Oft wurden wir verjagt.
Die Dörfler zwangen uns, die Leiche wieder zu holen und anderswo hinzubringen. Und da warfen wir sie halt in den Fluss. So gut wie jeden Tag werden in Daulat Dia Kinder geboren. Über 700 leben hier. So wuchs auch Kaya auf, Schilpis Tochter. Und genau so wachsen auch ihre eigenen Kinder auf. Ich suche gerade Läuse. Wenn ich anschaffe und die Kinder dabei sind, gehen die Freier wieder. Wenn sie weg sind, kann man besser arbeiten. Die Kinder stellen Fragen, sie verstehen. Sie wissen, dass ich das für sie tue, damit sie was zu essen haben. Ich sage ihnen immer, dass ich so bald wie möglich damit aufhöre. So viel dazu, dass Prostitution freiwillig ist. Ja? Sie macht das nur, damit ihre Kinder was zu essen haben. Das Einzige, was dieser Frau übrig bleibt. Extrem heftig. Was? Das? Das? Welches? Welches willst du? Auf, nimm. Das ist ein Kind, ein Baby. Wenn ich arbeite, bleibt meine Tochter bei mir. Sie ist ein Engel, unschuldig. Jeder liebt sie. Ich steck dir einen Bambus zwischen die Beine. Hör auf. Oh mein Gott, pass auf die Kinder auf. Die müssen weg. Keine Ahnung, was da los ist. Das ist eine familiäre Angelegenheit. Die sind Schwestern. Lass sie los. Lass sie doch los. Rivalitäten, Schulden, Drogenkonsum. Plötzliche Rangeleien unter den Mädchen sind Teil des Alltags. Schilpi hat schon einige erlebt. Ich will nicht, dass mir jemand anders den Haushalt macht, sonst wird es nicht richtig sauber. Und trotz all des Wahnsinns geht ja irgendwo eine Art normales Leben weiter. Ja, so wie sie da jetzt fegt und kehrt und auch sagt, sie möchte das alleine machen. Also die Menschen haben ja auch eine Würde. Ja, sie haben auch eine Würde, sie versuchen eine Würde zu halten. Ja, Sabrina finde ich auch und ich werde es auch öfter machen, dass wir uns einfach mal auch gerade was so, also mich holen einfach so Themen mit Frauen und Kindern, die da wirklich notleidend sind, echt ab. Wir haben uns in Zukunft mal öfter was anschauen, weil ich denke, es ist einfach mal ganz wichtig zu sehen, wie leben wirklich andere Leute. Ja? Was ist deren Lebensperspektive? Das ist deren Leben, am Tag 10 fremde Männer zu bedienen, mit denen zu schlafen, für 60 Cent. Und das kann manchmal einfach auch wieder einen selbst erden. Man kann wieder mal die Dinge wertschätzen, die man für völlig normal hält. Man kann wertschätzen, sein Kind im Arm zu haben, was gesund ist, seine Frau, die da ist. Und dieses ganz normale Leben ist für die meisten Menschen auf dieser Welt, unser ganz normales Leben, kein Standard. Ist ein Traum. Ist nie erreichbar für sie. Schilpis einzige Freude im Ruhestand ist ihre Familie. Ja, das ist mein Zimmer. Hier lebe ich mit meinem Enkel. Ihre Töchter arbeiten ebenfalls als Prostituierte. Zu ihrem großen Bedauern. Das kann ich mir vorstellen. Sie hätte sicher gern gehabt, dass die nächste Generation eben nicht dort verbringen muss. Und um ihren Körper zu verkaufen. Die sind auf der Straße geboren. Ich war in Not und konnte sie nicht richtig großziehen. Ich wollte immer, dass sie was lernen, anständig essen und ein gutes Leben haben. Ich fühle mich schuldig. Damit zu leben ist schwer. Ich bitte Allah, dass er mich zu sich nimmt. Sie möchte sterben. Ich bitte Allah, dass er mich zu sich nimmt. Das heißt, sie ist mit diesem Leben hier auf dieser Erde fertig. Sie hat nichts mehr zu erwarten. Sie will nicht mehr.
Das Leben war einfach nur scheiße für sie. Ich habe ein Sari genommen, so, und ihn am Ventilator festgemacht, so. Da kam mein Sohn und schrie, Mama, Mama. Er riss am Ventilator. So, da. Dann kam ein anderer Junge und gab der Tür einen Tritt. Da unten lag eine Machete und damit schnitt er den Sari durch. Und dann bin ich aufs Bett gefallen. Damals beging ich einen großen Fehler. Jedes Jahr kommen über 100 blutjunge Mädchen ins Bordell. Als Nachwuchs. Teenager. 20-mal teurer, wenn sie noch Jungfrau sind. Ihre Karriere ist von kurzer Dauer. Mit 35 sind sie für die Männer nicht mehr attraktiv. Sie können nicht mehr arbeiten. Weder körperlich noch mental. Gefangene. Für immer. Tja, meine Lieben, ich lasse es einfach mal so auf euch wirken. Ja? Lasst uns dankbar sein für das, was wir haben. Lasst uns dankbar sein, dass Frauen und Männer und Kinder hier ein anderes Leben haben als in Bangladesch. Und ja, nach dieser Doku, drückt eure Lieben, gebt eurem Partner einen Kuss, drückt euer Kind ganz doll. Und seid einfach dankbar dafür, was ihr habt. In diesem Sinne, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out, meine Lieben.